Okay, hier ist Part 2 von 3, es geht weiter. Ja, Fritzbiss braucht noch ein Level. Geht eigentlich, ne? Ja, 2400, die haben wir auch schon im letzten Part, glaube ich, nachgeschaut. Also gut, machen wir die Route einfach weiter. Wenn wir angeln hätten. Was? Wenn wir angeln hätten. Was? Wenn wir angeln wären, hättest du nicht den Hauch einer Chance gegen mich. Also dann zeig mal deine Pokémon. Können wir machen. Wenn ich lange habe, können wir ruhig angeln. Und selbst dann würde ich dich schlagen. Okay, hier sind, ist es gut für uns. Hier sind jede Menge Wasser-Pokémon. Die Angler setzen ja nur Wasser-Pokémon ein. Das heißt, vielleicht entwickelt sich Blitzeblitz sogar schon nach dem Kampf. Aber ich, gegen Schmerbel können wir nichts machen. Schmerbel ist Boden. Boden, Wasser. Das heißt, wir können die Elektroattacke nicht einsetzen. Ich muss wechseln zu Jungblut, auch wenn Jungblut schwach gegen Intensität ist. Scheiße. Aber ich glaube, Jungblut, ja, wird auch diese Schmerbel ohne Problem killen können. Ich teste jetzt mal die Attacke. Ich schaue, ja. Tja, Aquaknarre, kannst du dir sonst wohin stecken? Tschüss! Volltreffer! Perfekt. So, was kommt jetzt? Goldini, ich wechsle wieder zu Fritzeblitz. Und mit der Schockwelle müssten wir es dann schnell erledigen können. Schockwelle. So, irgendwie Erfahrungspunkte. Bald haben wir wohl Tenso. Juhu, ich freue mich schon drauf. Goldini, Goldini. Goldini, Goldini, Goldini. Tschüss, Goldini. So, war ja kein besonders aufregender Kampf. Weil, ja, Fritzeblitz hat ja keine Probleme gegen Wasser. Während wir angeln, hätte ich gewonnen. Ich bin aber keine Angel. Ich bin kein Angel. Nach dem Essen muss ich Sport treiben. Also lass uns kämpfen. Picknickerin. Nancy. Ach, wieder Meryl. Super, Wasser-Pokémon erneut. Gibt's eine Schockwelle. One-Hit-Kill. So, wenn weitere Wasser-Pokémon kommen, dann haben wir es ja bald. Ja, schon wieder ein Wasser-Pokémon, allerdings ein Pflanzen-Pokémon auch. Das heißt, die Schockwelle ist nicht sehr effektiv und die müsste Lobero überleben. Ja. Heuler bringt nichts, ich greife ihn mit Spezial an. Und vielleicht stirbst du sogar, wenn ihr jetzt nicht aufpasst. Stirbst du? Er stirbt. Sehr schön. Oh nein! Oh doch! Okay. Hier gibt es irgendeine noch eine Stelle, wo man Schneider einsetzen kann, wo man dann ein Item kriegt. Naja, holen wir uns zuerst diese Bären hier. Gott, verdammt. Samurzel! Samurzel, Samurzel, Samurzel! Ah, wir könnten es eigentlich. Ne, komm, lass uns. Ich kämpfe nicht so gern mit dem Elektro gegen ein Pflanzen-Pokémon. Das ist mir zu langweilig. Und zu nervenaufreibend. Ich glaube, ich speede wieder. Das sind ja Bären, die dauert immer so ewig, bis man sie gepflückt hat. Ich sammle Bären, damit ich einen Pokémon-Wettbewerb gewinnen kann. Wenn du magst, gebe ich dir eine ab. Mobbeere. Die auch viel Glück. Danke. Ja, wir werden auch bald Super-Wettbewerb machen, nachdem wir weitere Arena-Bären gesammelt oder gepflanzt haben. Wer hat dir das alles über Pokémon beigebracht? Ich mir selber, ich habe selber angefangen, Pokémon zu spielen. Aber nicht, dass du fragst, danke. Okay, Roselia und Georock. Pflanzegift und Bodengestein, wir Doppelkampf. Ich sollte Fritzeblitz, ne, ich sollte Ninjaturm auswechseln. Und Fritzeblitz lasse ich erst einmal. Oder Jaula ist, naja,
Schockwelle, ne, Donnerwelle auf Roselia und Niatom wechselt zu Junglut. Dann kann ich Georok mit einer Doppelkick-Attacke ausschalten. Außerdem kann Junglut mit einer Feuerattacke auch noch Roselia ausschalten. Und zuerst wird Roselia paralysiert, weil Roselia sehr nervig sein kann. Ja, das ist schon eine Nervattacke. Igelsamen. Und Steinwurf ist allerdings nicht sehr effektiv, weil Junglut ja ein Kampf-Pokémon ist. Oh Gott, scheiße. Donnerwelle funktioniert bei Georok nicht. Das heißt, ich greife jetzt mal Roselia mit Rockzuckhieb an und Georok mit Doppelkick. So mache ich das genau. So, Kampf gegen Gestein ist sehr effektiv. Und tschüss, Georok. Und jetzt haben wir einen Niatom, ein Voltenzer nach dem Kampf. Wenn Fritzelblitz es jetzt nicht vermasselt. Ich glaube, ich wechsle sicherheitshalber Fritzelblitz zu Niatom. Bonusprinzip. Nein, nicht das, sondern das. Und hier Glut für Roselia. Das war die Rache, weil du Igelsamen eingesetzt hast. Ciao, ciao. Und jetzt entwickel dich, mein liebes Fritzeblitz. Was für ein unglaublicher Kampfstil. Entwickel dich. Guten Tag, Voltenzer. Ich frage mich, was mit dem, was sich in einem Pokémon vorgeht, wenn es sich entwickelt. Ob es dann komplett neuen Charakter bekommt oder ob es komplett nur seine Form verändert. Also bei Ash, seinem Glumander, konnte man bemerken, dass es auch seinen Charakter verändert hat. Aber ob es bei anderen Pokémon auch so ist, ich weiß nicht. Captain macht Spaß. Du kannst angeln, Würstchen braten und andere mit Spukgeschichten zu Tode erschrecken. Aber das Beste sind die Pokémon-Kämpfe. Also du sagst es. Okay, da zwei Pokémon. Ich sollte jetzt vielleicht nicht mehr zum Turnieren, weil Voltenzer ist jetzt ein gutes, starkes Pokémon. Werde ich gleich machen, nachdem ich dieses Sandan gekillt habe. Wobei, ich soll es jetzt machen. Wobei, Sandan kann vielleicht Walzer. Vielleicht. Das heißt, ich behalte noch Voltenzer draußen. Und falls ich bemerke, dass Sandan kein Walzer kann, werde ich Ninjatom verwenden. Also momentan setzt er nur Sandwirbel und Einigel ein. Und sonst macht er eigentlich nichts, ne? Naja, aber unser Rucksack-Keep trifft trotzdem immer. Zieht allerdings nicht so viel ab, weil Einigel jetzt ständig einsetzt. Jetzt komm schon. Hallo, hör auf dich einzuigeln. Wenn ich meinen Jungen draus habe, bist du eh down, also bringt dieses eh nichts. Du nervst mich höchstens. Oh mein Gott, er greift an. Und da ist ein Viech vor meinem Bildschirm. Verdammt, hast noch mal Glück gehabt. Okay, blub blub blub. Was kommt jetzt? Lanas. Da können wir Niatom einsetzen. Perfekter Gegner für Niatom. Ich weiß nicht, ob man Ninjatom ausspricht oder Ninjatom, glaube ich, klingt gut. Ninjatom oder ich sag Niatom. Vom Namen her Tom, ne? Und Ninjatom. Aber ich glaube, das heißt in Wirklichkeit Ninjatom. Die Endung in Atom könnte vielleicht für Phantom stehen. Und Ninja. Ninja Phantom. Ninjatom. Ich weiß nicht. Soll ich Ninjatom sagen oder Ninjatom? Könnt ihr einen Kommentar schreiben. Das war etwas zu schwer für mich. Ja, du sollst dich nicht mit einem Trainer anlegen, der stärker ist als du. Gut, wie gesagt, werde ich jetzt Ninjatom trainieren. Gebe ihnen den EP-Teiler. Schade, dass es hier kein Glücksei gibt. Die kriegt man nur durch Chaneras.
mit einer Chance von 5%. Allerdings gibt es hier in dieser Generation, in dieser Edition keine Chimäras, die man wild fangen kann. Also hier ist noch einer. Da unten links, unten rechts. Unten rechts! Samurzel! Samurzel! Was machst du da? Na egal, können wir gleich killen. Sonnenklingel! Er erhöht seinen Spezialangriff. Bringt ihn allerdings nichts, denn er ist jetzt eh gleich down. Ich glaube, der müsste überleben noch. Oh, okay. Hat's nicht überlebt. Naja. So, hier. Ruf, 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 ruf. Komm, trete gegen meine Pokémon an. Oder gegen mein Pokémon. Ist Singular, nicht Plural. Pokéfreak. Pokémaniac. Na gut, Pokéfreak wäre ich eigentlich auch. Stolun, ja, da muss ich wechseln. Stolun kann vielleicht eine Steinsattacke. Und zwar nehme ich Voltensor. Lehmschelle. Lehmschelle könnte jetzt kommen, wenn wir Pech haben. Er erhöht zum Glück nur sein Spezial, Verteidigung stark. Wir greifen ihn aber eh mit Schockwelle an. Und tschüss, Stolurnia. Stolurnia. Mein Pokémon! Wie ist der denn drauf? Einen großen Körper, der plump und hart ist. Riesengehörner und scharfe Fänge. Pokémon hätte ich gerne. Dann wäre ein Rizoros genau das Richtige für dich. So haben wir. Ja, wir haben zu Trümmer. Wir haben ja Makuhita bei uns. Makuhita! Ach komm, jetzt taucht ein Pokémon auf. Es ist ein Kleinstein. Level 15. Kein Gegner für Ninja Tom, deswegen schnell weg. So, hier. Protein erhöht den Angriff. Sollte mir ein Pokémon geben, das auf Angriff spielt. Eins unserer Team-Pokémon, was wir später fangen können, spielt auch sehr auf Angriff. Aber ich gebe es fürs erste Jungblut. Und zwar nur auf Angriff. Aber ich will nicht zu viel sagen. Das ist unser fünftes Team-Pokémon, was wir fangen. Ne, unser letztes Team-Pokémon, was wir fangen werden, ist es. Wenn du ein Lagerfeuer entzündest, muss immer Wasser in der Nähe sein. Ja, genau. Das kann es auf andere Pflanzen übergreifen, das Feuer. Hitzkopf, Hasso. Und dann kann ein Waldbrand verursacht werden. Und durch den Waldbrand kann eine ganze Stadt ausgelöscht werden. Und nach der Stadt kommt ein ganzes Land. Okay. Ich übertreib's mir mal wieder völlig maßlos. Ach komm, warum habe ich jetzt Ninja Tom eingesetzt? Ich hätte mir denken können, dass ein Feuer oder eine Gesteinsattacke kommen kann. Oh Mann, wenn ich so weiter mit Ninja Tom kämpfe, so unüberlegt, werde ich jetzt nie auf Level 50 trainieren können oder Level 60, je nachdem, was für ein Level wir für die Liga brauchen. Ich soll ja noch einige Attacken lernen. Ich glaube, das ist die nächste Attacke lernt Ninja Tom im nächsten Level, mit Level 24. Oder? Welches Level hat Ninja Tom eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, TV total einfach eintippen. Ich weiß es nicht. Dann wisst ihr, was ich meine. Na gut, dann muss Voltenso wieder alles erledigen. Gott, ich hasse Voltenso. Nee, Spaß. Ich hasse Ninja Tom. Aber ich will erstmal ein bisschen rumprobieren mit Ninja Tom. Wie Ninja Tom so ist, ne? Ich meine Ninja Tom. Level 22 hat's. Oh Gott, das hat jetzt zwei Level nach seiner Entwicklung. Und ihr wisst, wann wir Ninja Tom entwickelt haben. Ich gehe mal zurück ins Pokémon Center. Ich glaube, ich mache das ausgehen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, der Kevin ist wieder da. Und weiter geht's. Ich habe Ninja Tom geheilt. Oder Ninja Tom. Ihr könnt euch eher aussuchen, wie ich es nennen soll. Ohne eine gute Ausrüstung solltest du nicht in die Berge wagen. Ach, wir sind in den Bergen. Stimmt. Ich dachte, wir wären am Strand. Oh. Anderer, was? Kotwig? Klotwig. Oh Gott, den Namen habe ich noch nie gehört. Heißt einer von euch Klotwig? Schreibt einen Kommentar. Okay, wechseln zu Jungblut. Was anderes haben wir momentan nicht gegen Kleinsteins. Schade, dass wir unser festes Team-Pokémon noch nicht fangen können. Das ärgert mich jetzt schon. Das wäre so ein geiler Anti gegen Gesteins-Pokémon. Und tschüss, Kleinstein. So. Was kommt jetzt? Natürlich. Wanderer besitzen immer Kleinsteins. Wie soll es auch anders sein?
Und wenn sie keine Kleinsteins haben, haben sie Georox oder Geowatz. Oder Onix. Eins von den vier Pokémon werden sie immer haben. Der hat ja nur Kleinsteins. Also wenn man einen Wanderer setzt, dann sollte man ihn auch Pokémon geben, die unterschiedlich sind, nicht nur Kleinsteins. Einfallslos. Ich hätte ihnen ein Nuffnet gegeben. Das wäre doch mal eine Herausforderung, mal wieder ein Nuffnet zu sehen. Die Berge sind unerbitterlich. Oder wie auch immer. Ja. Unerbitterlich. Begriff hier einfügen. So, hier ist der letzte Wanderer in dieser Route. Hallo, Dido. Du musst jetzt mit Hallo, Dido antworten, da es hier kein Echo gibt. Jodler, Jodlini. Okay, scheiß, Jodler. Mach Hollo! Na gut, Mach Hollo ist auch wieder ein Pokémon, das für Wanderer typisch ist. Gut für unser Ninja Tom. Oder Ninja Tom. Ninja Tom. Wie auch immer. Geheimpower. Kommt vielleicht ein Erdbeben draus? Ah, Steinwurf. Toll. Was? Steinwurf müsste nicht sehr effektiv sein. Weil es Gestein gegen Kampf ist. Oder liegt vielleicht an Naturkraft? Ne, wir haben ja Geheimpower. Liegt vielleicht an Geheimpower, das, bei Geheimpower ist ja eine Normalattacke, ne? Das heißt, Steinwurf müsste auch eine Normalattacke sein. Na, egal. Keine Ahnung. Schreibt einen Kommentar, falls du wisst. Dann mache ich jetzt viel zu oft. Schreibt so einen Kommentar, so rum, so sage ich. Das sagen ja meistens Leute, die, die mehr Kommentare haben wollen, ne? Ob es bei mir so ist, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe ja nicht so viele Kommentare. Ja, ganz nett, wenn ich mal ein paar Kommentare hätte. Ich würde meinen Kanal ein bisschen aufbauen, ohne jetzt Abo-geil herzukommen oder wie auch immer. Hallo, Leute! Ich hasse Jodla! Ich hasse Jodla! Okay. Okay, Meteorfälle hier lang nach Metaros City. Irgendwie verrostet hier das Ganze. Na, gehen wir in den Berg rein. Meteorfälle! Und hier ist ein Mondstein. Ach, verdammt, ich dachte, ich wüsste es. Scheiße, Hyperheile. Jetzt habe ich mich gerade zum Affen gemacht oder blamiert, je nachdem. Okay, oh, Sonnenfell. Sonnenfell. In der Rubin-Edition gibt es hier Sonnenfell. In der Saphir gibt es statt Sonnenfell Lunastein. Überhaupt kein Gegner für den. Ach komm, jetzt lass mich doch fliehen. Ah, boah, ich dachte jetzt schon, es kommt ein Steinwurf. Ich will. Ich will. Ach, gut. Gut, ich hasse es. Ninja Tom. Auf geht's. Ist vielleicht ein Item? Nee, schade. Kein Item. Okay, gehen wir hier einfach mal über die Brücke. Und hier ist die Magma. Was suchen die denn hier? Mit diesen Meteoriten wird Schlotberg. Hä? Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du dich Team Magma in den Weg stellst, erwarte keine Gnade. Bleib sofort stehen, Team Magma! Wir Team Magma lassen uns nicht so einfach mit euren Missetaten davonkommen! Sogar Team Aqua leistet uns Gesellschaft. Aber es ist viel zu anstrengend, sich mit allen auseinanderzusetzen. Hey, das spielt auch keine Rolle. Wir haben die Meteoriten und so machen wir uns auf zum Schlotberg. Wir sehen uns, ihr Würstchen von Team Aqua. Ja, das sind jetzt die Guten. In dem Fall in der Smaragd-Edition waren so, in der Saphir-Edition waren sie unsere Feinde. Wer bist du denn? Naja, du bist Kevin. Ich bin Adrian. Als Kopf von Team Aqua setze ich alles dran, die gefährlichen Pläne von Team Magma zu vereiteln. Warum? Weil Team Magma uns alle noch zugrunde richtet. Sie führen weißhalsige und gefährliche Pläne aus, um die Landmassen zu vergrößern. Wir Team Aqua lieben das Meer über alles. Team Magma ist unser Erzfeind. Adrian, wir sollten Team Magma verfolgen. Ah ja, ja, das müssen wir. Wir müssen uns beeilen. Nicht auszudenken, was Team Magma am Schlotberg anrichten will. Kevin, du solltest Team Magma im Auge behalten. Leb wohl. Ne, wir werden uns wiedersehen, also noch nicht leb wohl. So, hier ist der, wie heißt der? Cosmo. Cosmos, wie auch immer. Cosmo und Wander. Wenn Elfen helfen. Ich bin Cosmo. Ich bin Professor. Eigentlich studiere ich Meteoriten im Blauwechselfeld. Dann haben mich einige Typen vom Team Magma überredet, sie zum Meteorfälle zu führen. Sie haben mir versprochen, für mich eine Meteoriten auszugraben. Aber Team Magma hat mich reingelegt. Oh, dieser Meteorit. Der wird jetzt wohl nie mehr mir gehören. Aber Team Magma, was haben sie mit dem Meteoriten am Schlotberg vor? Das musst du doch wissen. Ist das Team Magma? Was hat er da? Okay, ich dachte, das kriegen wir irgendein Item von ihm.
Mondstein erhalten. Ach komm! Okay, was schmeißen wir denn weg? KP Plus, warum haben wir das nicht eingesetzt? Welches Pokémon hat am meisten KP? Voltensor. Haben wir noch irgendwelchen Schrott? Die Flinkklaue, ich glaube, die gebe ich mal Ninja Tom. Quatsch. Voltensor. Voltensor ist schon schnell genug, aber egal. Pudersams könnte ich eigentlich Jungblut geben. Weil Jungblut kann ja Schaufler. Ja, glaube ich, kann gar nicht so schlecht. So. Gott, dann passt es fürs Erste. Ein Mondstein, damit können wir ein paar Pokémon entwickeln. Brauchen wir allerdings nicht. Ach komm, was denn jetzt schon wieder? Und keine Animation. Sonnenfell, lass mich in Ruhe. Ich will nichts von dir. Aber wenn du unbedingt kämpfen willst, kannst gerne kämpfen. So, Voltenso, komm her. So, was jetzt so ein Steinwurf. Das wäre der Todesstoß für Ninja Tom gewesen oder wie auch immer. Ninja Tom. Schockwelle. Das hat nur Level 14, sehe ich gerade. Ach, wie schwach. Naja. Okay. Jetzt müssen wir nach zum Schlupfwerk. Und zwar haben wir jetzt mehrere Optionen, wie wir zum Schlupfwerk hin wollen. Wir können hier durch die Meteoritenfälle gehen. Oder wir können. Wir können wieder zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Allerdings möchte ich hier erstmal den Schlupfwerk fertig erkunden. Gott! Sowas kann übrigens unser Ninja Tom mit einem Blutzauber killen. Sogar wenn es auf Level 1 sind, hat Super die Chance, unser Ninja Tom zu killen. Ich hätte die Klappe halten sollen. Danke. Das ist der Nachteil, Ninja Tom. Ninja Tom kann von jedem Pokémon gekillt werden. So, ist hier vielleicht in diesem Einschlagloch ein Türm? Ach komm! Kann es kaum erwarten, wenn wir hier Nommel sind, um sie Nommel zu erkunden, die ganzen Höhlen. Schockwelle. Das ist für Ninja Tom. Oder Ninja Tom oder wie auch immer. Und ist da was? Nein, hier ist nichts. Okay. Ninja Tom ist umsonst gestorben. Rest in peace, Ninja Tom. Gut, ja, hier können wir die Trümmer reinsetzen. Hier gibt es, glaube ich. Ach komm! Mein Talent ist, Ziegelsteine mit meiner Stirn zu zertrümmern. Was tust du denn hier? Ja! Schwarzgott Minori! Oder Minoru, wie auch immer. Mach Holo! Schockwelle! Der Ahnen! Zack! Ich habe so viele Anime geschaut. Okay, den hätten wir ohne Probleme gekillt. Ach, wäre ein schöner Gegner für Ninja Tom gewesen. Oder Ninja Tom, what else? So, jetzt schon mal nach, was hier ist. Ein Item, es ist ein Superball. Echt super. Ja, super. Oh, hier ein paar Mobbären. Ich glaube, wenn wir... ich werde dann auch offscreen zum Schlurpberg zurücklatschen. Und zuvor werde ich noch ein paar Dinge machen. Nämlich in der Granithöhle können wir uns noch ein Item holen. Ich habe ein seltenes Pokémon. Willst du es mal sehen? Zeig mir mal schnell deinen Sengo. Und dein Fippetes. Ne, der hat nur ein... Ja, Fippetes. Und ich glaube, in der Saphir hat er einen Sengo. Oder? Ja. Okay, hier bitteschön. Es sieht aus wie ein Shiny, weil es lila ist. Normalerweise hat es, glaube ich, eine andere Farbe. Ach komm! Scheiß! Ah. Ich hasse Paralyse. Jetzt aber. Gut. Gut, Voltenso. Immerhin auf dich kann ich mich verlassen. Ja, bis 27. Leider keine neue Attacke. Schade, schade. Versuchst du mit deinem Pokémon abspenstig zu machen, oder? Ja. Wie bist du nur darauf gekommen? Wo ist denn hier lang? Ah, hier ist noch eine Kämpferin. Was else? Dieser Strand ist ein geheimer Trainingsort. Du hast mich gestört. Ich dachte, ich wäre weiter südlicher von hier. Naja, dann ist er halt eben hier. Ach komm, wir kämpfen auf Sand. Das ist ein schöner Kampfort für Ninja Tor mit Erdbeben. Oh.
Das regnet aber schon auf. Wir sind die perfekten Gegner für Ninja Tom. Und Ninja Tom ist down. Toll. Sogar die Level sind gerade noch so akzeptabel. Jetzt hier, komm. Jetzt hör auf zu strecken, Voltenzo. Und greif dieses Meditier endlich an. Hallo? Hört nicht auf mich. Gehorche deinem Trainer. Gut. Monet Kill. Oh, was jetzt? Ich dachte, jetzt kommen wieder Medizin. Shockwave und BAM! Und Makuhita ist eliminiert. Na ja, gut, Makuhita spielt eher auf KP und Angriff. Spezialwert ist nicht so besonders hoch. Gut, warum sage ich eigentlich immer blub? Keine Ahnung. Soll ich einfach nur, weil mir nichts einfällt, was ich sagen soll. Mein Forschung ist nicht zum Beispiel blö. So, jetzt laufe ich auf Screen zur ich glaube, das mache ich in Screen. Und zwar gibt es hier in der Granithöhle noch einen Ort, wo wir nur mit diesem Fahrrad hierher kommen. Oder hin können, wie auch immer. Na, ich schau immer kurz nach, ob wir noch auch alles richtig gut erforscht haben. Ich möchte nämlich in diesem Let's Play jeden Trainer bekämpfen. Auch die Wassertrainer, die wir im Saphir Let's Play völlig ignoriert haben. So, hier wäre ein perfekter Zeitpunkt jetzt für einen Superschutz. Den haben wir auch, habe ich vorhin gesehen. Hier genau, das ist er. So. Ja, wir hätten auch einen anderen Weg nehmen können, aber egal. So, hier sind wir, zack. Und jetzt zu Mr. Brack, ich hoffe, er ist da am Sonntag. Nein, wir müssen auch rumlaufen. Oh. Okay, dann laufe ich ausgehend zur Granithöhle. Bis gleich. Du kannst kurz, und zwar ist hier jetzt der Typ sie weg. Wir können jetzt ins Haus rein. Bergrasthaus. Mal schauen, vielleicht kriegen wir irgendein Item oder Informationen, was else. Hast du schon gehört? Der Tunnel bei Wiesenfloh ist fertig. Wenn man nur fest an seine Träume glaubt, werden sie irgendwann wahr. Der Metaflow-Tunnel. Zunächst hatten wir ein großes Team, das mit schweren Maschinen durch den Felsen brechen sollte. Da mussten wir die Arbeit stoppen. Es stellte sich heraus, dass sich unsere Arbeit negativ auf wilde Pokémon in dieser Gegend auswirkte. Und daher haben wir uns nichts mehr zu... Und daher haben wir nur nichts mehr zu tun, außer hier vor rumzuhängen. Er ist ein Mann, der sich ganz alleine seinen Weg nach Wiesenflug gerät. Er versucht verzweifelt durchzukommen. Er sagt, wenn er Schritt für Schritt ohne laute Maschinen gräbt, werden die Pokémon nicht gestört und ihr natürlicher Lebensraum bleibt erhalten. Ja gut, den haben wir schon geholfen, dem Typ. Okay, dann sind wir uns aber gleich wirklich in der Granithöhle wieder. Es sei denn, es taucht wieder irgend so ein krasses Pokémon auf, so ein Shiny oder so. Okay, hier bin ich wieder. Ich habe gerade gemerkt, hier ist der Typ wieder. Oh, du bist das. Du hast mir nicht nur im Blütenbockwald geholfen, sondern auch mein gestohlenes Paket zurückgeholt und nach Graffit Port City gebracht. Captain Brick hat uns über die Ankunft des Pakets bereits unterrichtet. Vielen, vielen Dank. Wäre ich ein Meer, würde ich dich in Dankbarkeit baden und als Held auf meinen Wellen tragen. Ich habe für dich den wunderbarsten Trainer. Gute Nachrichten. Unsere Firma hat vor kurzem eine neue Art von Pokéball entwickelt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit schenke ich ihn dem wunderbarsten Trainer. Wiederball erhalten. Unser neuer Pokéball wird im Pokémon-Markt in Meteoros City erhältlich sein. Bitte probieren aus. Vielen Dank und lebe wohl. Ja, servus. Gut, dann sehen wir uns aber gleich wirklich in der Granithöhle wieder. Es sei denn, es taucht ein Shiny oder wieder so ein scheiß Event auf. Bis gleich. Gott. Hier bin ich wieder, und zwar können wir jetzt mit unserem Fahrrad hier hoch. Yay. Oh Gott, jetzt wird schwierig. Und zwar gibt es hier so brüchige Stellen, die können wir nur mit unserem Fahrrad bewältigen. Und zum Glück finden wir hier einen Schutz. Die Pokémon, die hier auftauchen, sind nämlich mehr eisnervig. Wenn man nämlich beim Raden plötzlich ein Pokémon auftaucht, ist der Speed wieder weg. Und das ist sehr nervig. So, okay. Was finden wir denn hier? Nichts. Toll. Okay. So, und hier finden wir ein Sonderbonbon. Na gut, besser als nichts, ne? Na gut, es ist ja auch hell. Das ist nicht so besonders schwierig. Wegen dem Emulator ist es, etwas buggy.
Na gut, das war's eigentlich, ne? Ich glaube, mehr finden wir hier nicht. Dann sage ich bis zum nächsten Part. Dann sehen wir uns vor dem Schluppe wieder. Bis dann. Servus.